mein Freund, ich bin Gor. Ich habe eine wichtige Botschaft, eine Warnung. Hör bitte genau hin. Begreife das in deinem Herzen. Es ist keine Lappalie, es ist etwas Essentielles. In 10 Tagen, am 21. August, ist ein totales Sonnenfinsternis. Es gibt Kräfte auf dem Planeten, Menschen und Nichtmenschen und Nichtmenschen, die in menschlichen Körper rumlaufen, die dieses Ereignis dafür nutzen wollen, um eine Einladung an Außerirdische, an die Alien auszusprechen. Das gilt zu verhindern. Ich erkläre kurz den Zusammenhang. Zuerst einmal, ja, es gibt außerirdisches Leben. Es gibt die Alien. Das ist kein Science Fiction, das ist Science Reality. Sie gibt es auch auf diesem Planeten und um diesen Planeten herum. Unterschiedliche Rassen. Das war schon immer so, das ist jetzt auch so. Bloß in dieser Zeit des Wandels ist die Gefahr größer, naturgemäß, dass sie die Verwirrung, die bald kommen wird, nutzen werden, um die Macht zu übernehmen. Und es gibt Menschen, mit denen zusammenarbeiten. Das sind blinde Führer der Blinden. Und es gibt Menschen, die darauf vertrauen, die hoffen, dass ein Retter kommt, wer auch immer, und uns von den Verbrechern, die jetzt den Planeten regieren, rettet. Das Erste, wir brauchen keinen externen Retter dafür. Diese Kabale, diese Pausenclowns, die jetzt irgendein Zeug in Telekameras erzählen, auf der Bühne stehen, von Rednerpultern, die spielen bald keine Rolle mehr. Die haben keine Macht mehr. Er zerfällt vor unseren Augen. Um sie loszuwerden, brauchen wir keine Alien, die uns befreien. Das ist wichtig zu begreifen. Die Erde wird sich recken, und dann fällt dieses Kartenhaus in sich zusammen. Und all die unterirdische Städte, die sie für sich gebaut haben, für die von ihren Völkern geklauten Milliarden, werden ihre luxuriöse Massengräber. Sie kommen nicht mehr raus. Die sind morgen weg. Man braucht dafür keinen externen Befreier. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Pest gegen Cholera. Diese Befreier werden ein noch straffere Regime hier auf dem Planeten installieren, als das, was wir jetzt haben, dieses Chaos. Diese Alien, die zum Teil ihre Welten zerstört haben durch ihre unglaublich fortgeschrittenen Technologien, die warten auf diesen Moment. Und sie sind von positiven kosmischen Kräften, die mit uns im Bunde sind, bis jetzt daran gehindert worden, dieses Event durchzuziehen, diesen Putsch, diese Machtübernahme global. Der Punkt ist der freie Wille des Menschen. Das ändert sich, wenn die Menschheit kollektiv eine Einladung, Anrufung ausspricht. Und darum geht es am 21. August. Ich nehme einen Namen, nenne Cobra. Und er hat sich jetzt mit 4 weiteren Gruppen verbündet, um über 100.000 Menschen am 21. August dazu zu bringen, diese Einladung, diese Anrufung auszusprechen. Das wird gelten, wenn keine Gegenstimme erhoben wird. Also, es reicht nicht, an dieser Meditation nicht teilzunehmen. Das reicht nicht. Du kannst eine Gegeneinladung aussprechen und wir alle gemeinsam, dass es nicht alleine im Raum steht, ach Leute, kommt bitte und rettet uns, wir schaffen es, die Kabale nicht selber vom Hals. Die Gegeneinladung ist ein Willensakt. Du sagst, Finger weg von meinem Planeten. Du kannst auch eine Warnung aussprechen, wie ich jetzt das ausspreche.
für die Alien, die im Menschenkörper rumlaufen, und für die anderen auf dem Orbit, die medial das anders empfangen werden. Finger weg von diesem Planeten. Ihr werdet hier untergehen. Und du fragst dich vielleicht, wie kann ich als kleiner Mann das alles verhindern, eine außerirdische Invasion hier? Du unterschätzt deinen gerichteten Willen. Du brauchst keine Technologie dafür. Wenn der Wille gerichtet ist, wenn da nicht drei Nebenentscheidungen im Hintergrund laufen, ach vielleicht oder vielleicht doch nicht, sondern ganz klar ausgesprochen wird, weg hier, dann gilt das. Das hat Kraft. Das ist unüberwindbar. Es ist unser Zuhause. Es ist mehr als unser Zuhause. Hier sind ungebetene Gäste nicht willkommen. Das ist auch ein Wesen. Diese Mutter, Schwester, Tochter Erde ist ein Wesen. Sie hat sich uns anvertraut. Wir müssen dafür sorgen, dass sie geschützt und bewahrt wird. Und wenn wir einmal versagt haben, das heißt nicht, dass andere Versklaver hier wieder reinkommen dürfen, sondern dass die Menschheit aufsteht und die Ordnung wiederherstellt. Ohne angebliche Lichtkräfte, die sind es nicht. Deswegen brauchen sie ein Sonnenfinsternis, um reinzukommen. Deswegen brauchen sie eine Einladung und eine Energiezufuhr von uns, weil sie es sonst nicht schaffen. Du bist nicht geliefert. Sie sind geliefert. Steh auf und beschließe, für die Mutter, Schwester, Tochter Erde da zu sein, für die Menschheit da zu sein. Die Menschheit, deine Brüder und Schwestern und diesen wunderbaren blauen, grünen Planeten nicht auszuliefern. Die Kraft ist da, die Unterstützung ist da. Dimensionswesen, kosmische Wesen, Engel. Es gibt Freunde da und die Menschheit ist mächtig. Und du bist die Speerspitze davon. Übernehme die Verantwortung. Wir verhindern das. Ausladung, Warnung aussprechen. Jetzt und morgen und übermorgen und ganz besonders am 21. August. Wir schaffen das. Das ist unser Recht und unsere Pflicht. Vom Herz zu Herz. Wir sind eines Blutes. All in mir.